Per Schiff und noch in japanischer Sprache kamen die fertigen Filme dann Stück für Stück nach Deutschland. Zunächst mussten die Texte aus dem Japanischen übersetzt werden. Dann brauchten Maya, Willi und ihre Freunde deutsche Stimmen. Für diese Aufgabe wurde Eberhard Storeck engagiert, der auch bei Vicky Pink Panther und Pinocchio die Synchronregie gemacht hat. Die Stimmen sind wichtig für den Erfolg. Sehr wichtig. Also dies ist, wie man so schön sagt, die halbe Miete. Ich würde sagen mehr. Für die Synchronarbeiten wählte Eberhard Storeck ein 10-jähriges Mädchen als Sprecherin der Maya aus. Das kleine Mädchen machte seine Sache gut. Ist das wieder eine Hitze heute? Die liebe Sonne meint es zu gut. Die Maya war auch keine allzu schwere Sprechrolle, meint Eberhard Storeck. Hier ist es angenehm kühl. Endlich ein bisschen Schatten. Die war auch von der Animation ja so ein bisschen, wie soll ich sagen, immer gleich. Also die hatte nicht so viele Facetten. Und deswegen war das eigentlich eine ganz gute Besetzung. Willi, was ist los? Was redest du da für ein dummes Zeug zusammen? Der kleine Junge, der Willi sprechen sollte, brachte bei der Probe mit der Redakteurin kein Wort heraus. Also Willi, ich verstehe kein Wort von allem. Eberhard Storeck sprang ein. Na ja, dann habe ich dich eben gemacht und dann habe ich das so. Und dann sagte die, wir brauchen gar kein Probesprechen. Sie machen das. Und habe ich gesagt, na, ganz sicher werde ich das nicht machen. Da gab es also eine Debatte und am Ende der Debatte war ich natürlich überstimmt und natürlich hat es mir geschmeichelt und dann habe ich es gemacht. Willi, was hast du? Wenn du willst, dass ich dir das sage, hol mir schnell was zu essen. Diese japanische Stimme, die war ja ganz hoch. So, nicht? Und, aber ich hatte den Eindruck, auch im Japanischen, dass der so einen Nöllton drauf hatte, nicht? Auch immer, wenn er mit der Maya sprach. Und eigentlich der Schlüsselsatz für mich war, als ich das erste Mal gesagt habe, Maya, Maya, nicht so schnell, ich kann doch nicht so schnell fliegen. Das war eigentlich... Und da habe ich gesagt, das ist es. Maya, Maya, nicht so schnell. Ich kann doch nicht so schnell fliegen.